Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, nehmen wir uns hier nochmal der Supermutantenhorde an. Ich habe gehört, die haben legendären Stuff für mich. Was ist denn jetzt los? Okay, das war jetzt merkwürdig. und dann bist du noch nicht mal legendär, also schäm dich. Blödmann sagt man nicht. Auch nicht im Fernsehen. Das ist eins der verbotenen Wörter hier. Okay, das war doch ein bisschen zu einfach hier, aber es sind halt immer Supermutanten. Die haben immer guten Stuff bei. Schön Schießpulver, Schrauben. Und schon ist man überladen. So einfach geht das. Und da dachte ich, ich kann hier nochmal was abstauben. Schlimm, schlimm, schlimm. Na gut, dann gehen wir einmal kurz nach Clarksburg. Hält uns ja nichts auf. Und machen hier nochmal ein bisschen sauber. Ich bin nicht blind. Ich sehe, dass eine Apokalypse Clarksburg vernichtet hat. Aber meine Programmierung zwingt mich hier zu bleiben. Verbotenes Wissen. Ist natürlich immer sehr schön, wenn man es mal kriegt. So, nur die Hälfte looten. Gucken wir jetzt nochmal nach Fusionskern hier. Oh, schade, er hat mich mitgekriegt. Ich wollte extra nicht auf ihn schießen. Hätte er bestimmt nicht getroffen. So, aber jetzt. Hallo? Oh, X-Zell. So, Schrot unten. Hier finde ich schon wieder so viele Stimpacks. Wahnsinn. So, wo ist der Pieper? Hoppala. Ja. So sucht man natürlich definitiv den Pieper. Dann gehen wir hier nochmal kurz einkaufen. Mal sehen, haben wir hier noch was? Ein paar Dosen. Und dann schauen wir jetzt hier nochmal nach den Fusionskernen. Ich glaube nicht mehr, dass der noch da ist. Aber da haben wir so eine ganze Dosen hier. Oh, Toilettenpapier. Damit ich mich mal wieder auf Klo gehen kann. Da muss es nicht immer in die Landschaft passieren und die Blätter herhalten. So. Ne, Granaten hängen hier nicht. Fusionskern nicht da. Shisha, schade. So, aber ich kann hier ja kurz einmal zerdeppern. So. Kampfausrüstung, ja, kann weg. Kann alles kaputt gemacht werden. Die mache ich jetzt aber nochmal mit dem Perk kaputt. Gerade über Mühe liegen, die komplett mit dem Perk kaputt zu machen, aber so viel Stahl brauche ich jetzt für die nächsten zwei Tage nicht mehr. So, und den hier wieder rein. So, dann gucken wir jetzt nochmal, ob wir jetzt hier nochmal was Anständiges an Events finden oder eher nicht so. Oh. Der Bote.
Nee, auf dem Boden habe ich keine Lust. Das ist kein anständiges Event. Okay, Bot-Parade kann man mitnehmen. Da kann man ja, wenn man Glück hat, einen Plasma-Kern oder einen Fusionskern kriegen. Oder vielleicht auch nur Schrott. Ist auch genehm. Aber erstmal schauen, was Gegner sind. Wir haben ein Gebiet gefunden, das wir uns genauer anschauen möchten. Wir übermitteln die Koordinaten an den örtlichen Botstop. Würden Sie sich bitte dorthin begeben und unsere Patrouillen beschützen? Das wäre alles. Dich hatte ich ja vorher fast gar nicht gesehen, Mistvieh. Genauso wie dich. Böse Grashüpfer hier. Erhalten Sie Ihren eigenen Metallgehilfen bei Botstop. Benutzerdefinierten Auftrag erhalten. Bauplan Prioritätenliste CB002 geladen. Vielen Dank, dass Sie sich für Botstop entschieden haben. So. Wenn ich schon Sniper-Position nehme, dann sollte ich auch was anderes reinpacken. Auftrag abgeschlossen. Leite Überbrückung ein. Verteidigen Sie die Patrouilleneinheiten während der Umprogrammierung, Mitglieder. Dafür muss ich nur die Gegner sehen. Kommt bestimmt wieder vom Schrottplatz aus. Bin doch dabei. Ja, Achtung, kam ein bisschen zu spät. Doch. Achte ich drauf. So, nächsten weg. Lassen Sie Ihre neuen Freunde den Lack nicht zerkratzen. Feinde eliminieren. Na, noch jemand? Da hinterm Baum? Bräuchte mal für meine Arkanen Schalldämpfer. Macht bestimmt deutlich mehr Schaden, denn. Aus gehockten Positionen. Mag die Botstop-Musik immer. Feinde unterwegs. Lassen Sie nicht zu, dass Sie den Namen etwas abtun. Bei uns gibt es nämlich kein Rückgaberecht. Nee, soll's ja auch nicht geben. Wo ist er denn? Ich höre doch noch einen stampfen. Achso, du lebst noch. Ich dachte, du backst nur rum. Böser Hund. Na nicht, dass er schon unten drunter ist. Tü-tüm-tüm. Was ist das denn? Neue Kunden? Eliminieren. Nee, unten drunter war er jetzt nicht. Nee, hier nicht. Von da hinten irgendwo. Ja, kriegst auch ein paar Kugeln ab. Kein Thema. Warnung, Gefahr entdeckt. Halten Sie Ihre Maschinen in einem Einsatzzustand. Umprogrammierung abgeschlossen. Leite aktualisierte Vorgänge ein. Was ist das denn? Neue Kunden? Eliminieren. Ja, das sind aber viele neue Kunden. So. Wir kümmern uns um die.
Ja, los, hau ihn weg. Na komm, das können wir jetzt auch persönlich regeln. Macht ein bisschen mehr Aua und wir regenerieren noch. Ach Mensch, Bot. Ich bin doch so ein schlechter Schütze. Jetzt hör auf, ihn zurückzudrängen. Sonst gibt's Hinterschüsse. War es das jetzt, oder? Sind da jetzt wirklich noch zwei übrig? Ich würde gern looten. Bin doch auf den Loot-Charm. Ja, und den kriegt ihr nicht mit, oder was? Okay, irgendwo muss hier noch einer sein, oder? War es das jetzt wirklich? Wirklich, wirklich? Ja, wirklich. Bereich gesichert. Leite Patrouille ein. Hier hinter Baum war doch auch irgendwo einer. Ah, nicht mehr da, oder wie? Shisha, schade. So, ich hatte jetzt hier aber noch gesehen, ich habe hier einen Bunker nicht entdeckt. Wo war denn das? Müsste er hier hinten irgendwo gewesen sein. Ich den Bunker noch nicht gesehen habe. Welchen Bunker habe ich denn hier jetzt nicht gesehen? Ja, nicht, dass das wieder zurückgesprungen ist. Ich den Bunker eigentlich schon längst mal hatte, aber... denn halt wieder zurückgesetzt ist. Egal, gehen wir erstmal Todeskralle und Kollegen ärgern. Kollegen Ameisen. Oh, die ist sogar legendär. So, jetzt hör mal auf die rumzuhacken. Ich sagte, hör auf die rumzuhacken. Sag mal, hörst du schlecht? Weil ich wollte die haben. So. Einmal Fleisch hier und einmal Fleisch da. Wunderbar. Red Ameisen Lager ist gesichert. Wenigstens einmal. So, da haben wir jetzt noch ein Häuschen. Aber ich habe da hier eben noch einen Bunker im Hut unten gesehen. Ach hier, jetzt. Den Bunker da vorne hatte ich noch nicht. Na denn. Auf und davon. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin mir sicher, den Bunker hatten wir schon mal. Also in Cranberry Box sind wir ja schon sehr häufig rumgeeiert. Unwahrscheinlich, dass ich diesen einen Bunker jetzt hier nicht habe. Aber gut, wenn er sagt, ich hab den nicht, dann hab ich den nicht. Dann nehme ich ihn jetzt mit. Und nächste Woche ist er wieder verschwunden. Kann alles passieren. Ja, auf dem Panzer aber hier angeblich kritische Schüsse. Also, schon klar. Was stimmt denn da nicht? Gerade da macht man am wenigsten Treffer. Na, siehst du wohl. Ein Stimpack. Mini-Nuke nehmen wir auch mit. Das habe ich zwar schon, aber das nehme ich trotzdem mit. Weil aus Gründen, die ich selbst nicht erklären kann. Gut, hatte ich hier noch was, was ich nie entdeckt habe? Nee. Das dürfte es eigentlich auch sein. So, jetzt bin ich aber immer noch überladen. Wo hätte ich denn jetzt hier die nächste Werkbank? Da müsste ich mal am besten auf der Karte gucken. Das da unten hätte ich eigentlich auch gesehen. Mit der Meierlör-Königin. Da bin ich mir 100% sicher, dass wir da schon waren, weil da hatte ich die erste Königin gesehen und da mussten wir eigentlich auch mal wegen einer Quest hin. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir diesen Ort entdeckt hatten.
Weil hier in dem See kann ja öfters eine Königin sein. Na, heute sind hier Gutsies. Wir spielen jetzt das Spiel, wer drückt wen am längsten was? Oder wer hält am meisten aus? Eigentlich dürfte er ja nichts mehr sehen können, ne? Jo, krieg ich nochmal EP, weil ich den Ort hier entdeckt habe. Okay, es ist doch eine da. Machen wir erstmal so, auch wenn Energieschaden blöde ist. Das macht auf jeden Fall mehr Schaden jetzt auf der Distanz. So, den schieße ich nur an. Sollen die sich da doch streiten? Na, komm. Jetzt hat sie ihn tot. Oh, oh, oh. So, jetzt noch mal ein bisschen was ins Gesicht halten. Und spätestens jetzt muss ich sowieso wechseln. Weil sonst machst du mich weg, ne? Eiskalt, wie du bist. Na komm, dich kriege ich auch ohne große Waffe weg. Ich bin der Vampirmeister. Wenn ich dich einmal festgebissen habe wie eine Zecke, dann wird man mich nicht mehr los. Oh, wieder Stimpack. Ja, so droppt man Stimpacks und braucht halt auch keine. Oh, 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 oh. Dich habe ich ja jetzt fast nicht rechtzeitig gesehen. Na komm, wir probieren's mal. Oh Mist. Oh, blödsinnig hier neben dem Auto das zu machen. So. Zack. Na? Noch warten. So, jetzt aber. Nee, du musst abdampfen. Deine größte Schwäche. Holy shit, von hinten? Aggressotron. So, dann lasse ich dich erstmal in Ruhe in die Luft fliegen. Und du Herrscher hier, ne? Ah, warte, ich komme zu dir rein. Aber wenn du unsichtbar bist, ich sehe dich trotzdem, du brennst. Ne? Jetzt folter ich dich. Führe Eliminierungssubroutinen aus. Na, dann führ doch aus. Komm. Irgendwann bist du so kaputt, dass du dich lieber selbst in die Luft sprengst. Sag ich doch. Aber du glaubst mir ja immer nicht. Ein böser Aggressotron. So, jetzt holen wir uns den Fusionskern nochmal drüben ab vom Wachbot. Und da hat mich noch ein Schlüpfling verfolgt von der Maelor-Königin. So. Ja, Fusionskern. Wenigstens nicht zu sehr angeditscht. Willst du kleines Mistvieh von mir? Aber hier. So geht er nun nicht. So, hier nehmen wir uns auch nochmal ein bisschen was mit. Können das jetzt hier schon wieder verwerten. Hey, immer wieder was gelernt. Ah, das ist immer so ein schönes Gefühl. Weil bei meinem anderen Char bin ich schon so weit mit den meisten Bauplänen.
Okay, manchmal auch unbedeutende Baupläne, aber das ist ja erstmal wurscht. Und hier kann man noch durch einfaches Kaputtmachen noch was lernen. Immer schön. So, können wir uns hier auch noch mal ein bisschen was gönnen. Ich hänge noch ein Heilmittel mit. Ja, ich habe noch ein Heilmittel mit. Dann kann ich mir die Parasiten wegmachen. Mal was essen. Kuchen können wir uns reinpfeifen. Und die gebackene Bähfliege. So, den nehmen wir jetzt auch noch mal komplett auseinander hier. Müssen wir zwar noch mal verwerten, aber hey. Ich mache halt gerne Sachen doppelt. Oh, es sind nur 30. Eieiei. Eieiei. So, dann können wir noch mal schauen. Gnadenloser Zensus. Okay, wir hätten noch Brandbestie im Angebot für die Daily. Oh, Projekt Paradise. Und da ist nur einer drin. Oh ne, da sind mehrere drin. Na dann komm, dann gehen wir dann nochmal ansetzen hier. Weil wäre da jetzt nur einer drin gewesen, ich glaube, ich wäre trotzdem hingegangen. Wenn ich es mir jetzt so recht überlege, weil das ist ein Event, was ich sehr, sehr selten mache. Weil sich halt immer nicht genug Spieler dafür anfinden. Und halt so eine kleine, süße Zecke verteidigen, naja. Weil mehr schaffe ich alleine halt nicht. Ist halt immer ein bisschen böse. Wenn die dann halt von irgendwas instant weggeknallt wird. Phase 2 beginnt in Kürze. Bitte verteilen Sie alle verbleibenden Materialien. Die Arbeit soll nicht umsonst gewesen sein. Okay, jetzt müssen wir noch gucken, wo die sind. Und vielleicht sollte ich doch nochmal auf Schadensbild umändern. Na komm, machen wir mal ganz. Auf jeden Fall auf Schadensbild umändern. So, bin ich zwar überladen, aber das ist vollkommen wurscht. Was ist denn jetzt los? Hallo? Spiel? Okay, Fallout hat sich, glaube ich, gerade... Ja, reagiert nicht mehr. Dann machen wir jetzt hier den Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.